Kundalini-Yoga ist eine sehr alte indische Yogalehre. Es ist das Yoga des Bewusstseins. Dessen Lehre wurde bis 1969 nur vom Lehrer zum Schüler gelehrt und damit weitergegeben. Yogi Bhajan, ein indischer Meister des Kundalini-Yoga und des Weißen Tantras, brach diese Tradition. Er wollte das Yoga des Bewusstseins allen Menschen zugänglich machen. Er brachte Kundalini-Yoga zuerst in die USA, bildete zahlreiche Schüler aus und unterrichtete später in vielen verschiedenen Ländern. Seit den 70er Jahren wird es in Deutschland gelehrt und inzwischen ist es in der gesamten Welt zu finden. Kundalini-Yoga ist für jeden Menschen geeignet. Es werden keine besonderen Anforderungen gestellt und es sind keine besonderen Voraussetzungen mitzubringen. Die Yoga-Übungen werden an die Teilnehmenden angepasst, um einen positiven gesundheitlichen und emotionalen Effekt zu erzielen. Es gibt eine Reihe verschiedener Angebote, zum Beispiel Kurse für gemischte Gruppen, sowohl vom Geschlecht als auch vom Alter, Kurse für Frauen, Männer, Kinder und Schwangere. Es gibt Hormon-Yoga und Yoga für die zweite Lebenshälfte. Im Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan wird hauptsächlich mit Übungsreihen gearbeitet. Zu einem speziellen Thema werden verschiedene Übungen zusammengestellt. Die Energie, die aus der Bewegung entsteht, wirkt auf den gewünschten Bereich. Ergänzt werden die Übungen mit Atemtechniken, Mantren, Informationen und einer tiefen Entspannungsphase. Eine Yogastunde dauert 90 Minuten. Sie wird eingebettet in einen konkreten Rahmen des Ankommens und Einstimmens und der guten Wünsche zum Abschluss für alle Anwesenden. Kundalini-Yoga ist für Menschen geeignet, die sich körperlich und geistig bewegen möchten. Der Geist findet Ruhe durch Atemtechniken, Mantren und Meditation. Kundalini-Yoga arbeitet an der gesamten Beweglichkeit des Körpers, verbessert zum Beispiel die Drüsentätigkeit, stärkt das Immunsystem und bringt Entspannung. In den Yogastunden erfahren Sie mehr über die Wirkung der Übungen auf das Körpersystem, über die Yoga-Tradition sowie zum Loslassen und Entspannen. Das Ziel besteht darin, gesund und glücklich zu sein, um mit innerem Frieden und mitfühlendem Herzen der Welt zu begegnen.